Auf geht's, Leute. Hau mal rein. Pablo, Pommes, Servus, Leute. Ja, das ist Spanisch. Das schaut gar nicht so aus, aber das ist so eine Art Paella. Wird mit Nudeln gemacht. Fideua nennt sich das Ganze. Wie wir das machen, aufpassen im Video. Einmal Olivenöl in die Pfanne. Ja, wie soll es anders sein? Kräftig, deftig. Gut, das packen wir jetzt einmal rein. 1 Kilo Schweineribbler, jawohl. Dongi dong. Ey, Master, dreh das Feuer auf. Schöner Schweineribbler. Die braten erst einmal richtig schön an und salzen die ein wenig. Oh yeah. Da schauen wir mal, dass unser Schweineribbler richtig schön scharf gelingt. Dann schieben wir die wenig zur Seite und packen unsere Hühnerflügel mit rein. 1 Kilo Hühnerflücherler. Aller Schönei unserer Flattermänner. Auch die salzen wir wenig. So, schaut gut aus. Auch die packen wir jetzt wegen zur Seite raus. Dazu packen wir jetzt 300 Gramm Schweinefleisch. Und packen unser Schweinefleisch rein. Jetzt kommen unser Gemüse. Einmal rote Paprika. Eine rote Paprika wegen den Würfel schneiden. Grüne. Und das gleiche machen wir mit den Grünen. Grüne Bohne. Und gelbe Bohne. Und da rühren wir alles weg. Alles den gut durchziehen lassen. Machen wir uns in der Mitte den Platz. Ja. Tomatenstückler. Einfach eine Tomate wegen Stückler klein machen. Tomate Frito. Bestes Tomatenpüree auf die ganze Welt. Übrigens, alle Zutaten findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Dann haben wir alles wieder kräftig vermischen. Schön rühren. Na, da kommen wir schon mal dahin, wo wir hin wollen. Einfach mal schön alles getragen. Dass er ein wenig hart kriegt, kann leicht ein wenig angebrannt sein. Schauen, dass unser ganzes Fleisch schön durch ist. Perfekt doch. Das ist alles super gut. Na, wenn wir mal so Stückler haben, so wie hier, dann passt es auf. Der ganze Geschmack, der geht rein in die Pfanne und rein in die Nudeln. Super. Wir gießen auf. Fleischbrühe, Hühnerbrühe, Rinderbrühe, je nachdem. 1,5 Liter. Jetzt unsere Nudeln dazu und lassen alles schön aufkochen.
Das sind die speziellen Fideua-Nudeln, die es in Spanien gibt. Wenn ihr die nicht habt, schaut mal, dass ihr irgendwie kleine, dünne Nudeln kriegt. Einfach versuchen, die jetzt schön gleichmäßig in der Pfanne zu verteilen. Und so weit mal unterrühren, dass die Nudeln von der Sauce bedeckt sind und dass das Fleisch frei ist. So, wenn das jetzt ausschaut, dann ist das optimal. Ja, alle Nudeln sind schön in der Sauce drin, das Fleisch schwimmt oben. Naja, braten lassen. Ja, schauen wir mal, was passiert, oder? Damit das Ganze nicht so traurig ausschaut und nicht, dass wir bloß Fleisch fressen als Alibi, kommt noch ein schön hier in die Mitte was rein. Artischocken. Unsere Alibi-Artischocke, ihr Fleischfresser. Zwischenergebnis noch ungefähr 8 Minuten. Ja, schaut schon gut aus. Weiter geht's. Bin der Meinung, das ist fertig. Auf geht's, Leute, schnabulieren. Oh yeah, Leute, das ist einfach nur sowas von geil. Ein Augenschmaus und ein Gaumenschmaus vom Pablo Bommes. Leute, lasst mal ein Abo da. Abonniert den Kanal, das Spanische Kochstudio. Dann sind wir auch schon fertig mit unserem Video. Ich hoffe, das war hilfreich. So schaut das Ganze aus, wenn es auf dem Teller serviert wird. Ich bin der Meinung, das ist Spitze. Der Pablo Bommes, der ist einfach der Beste.